das Herzliche und das, dass es ein kleines Hotel ist, das gefällt mir ebenso gut. Es hat ja nur 216 Zimmer und man fühlt sich irgendwie geborgener. Es ist für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Der Eindruck war eigentlich ganz gut. Personal war super freundlich, super nett. Wir haben uns noch zum Frühstück geschafft. Das Essen war okay, war nicht schlecht. Das Essen, ich finde das Essen sehr gut hier. Aber jeder stellt andere Ansprüche. Ich bin leidenschaftlicher Fischesser. Und es sind mittags und abends am Buffet zwei Sorten Fisch. Also, und es ist immer irgendwas an Gemüse, frisches Gemüse auch dabei. Es gibt zwei Sonnenterrassen, eine kleine, eine große Sonnenterrasse. Auf der großen Sonnenterrasse sind auch die, der Tennis- und Badmintonplatz und ein Pool, ja, der leider nicht beheizt ist. Die Zimmer waren auch ganz gut, sauber, auch relativ groß. Für den Preis ist das, finde ich, super. Besser, als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Und dann mit Meerblick. Ich sehe abends Gomera vor mir liegen, wenn ich auf dem Balkon sitze. Man kann sogar, das Wasser ist ja dicht bei, man hört das Meer sogar rauschen. Hier ist der berühmteste Strand von der ganzen Gegend, die Playa de Arena. Ein schwarzer, mehrfach ausgezeichneter Strand, der ganz blitzsauber, ganz pechschwarz ist. Und es sind auch viele Hotelgäste, die da mindestens für einen halben Tag hingehen zum Baden. Ich glaube, es ist mehr so für ab 60. Es ist einfach nur total ruhig. Ab in den Urlaub, ab in den Sonnenschein.